Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. Ein Start einer neuen Aufnahmesession hier bei mir und wir sind weiterhin auf der Farm der Nachbarn unterwegs. Der Nachbarn von Ed Miller, vom Schriftsteller, um den sich das Spiel ja hier dreht und haben da in der letzten Folge mit den Polizisten ja schon, naja, relativ gruselige Entdeckungen gemacht in der Scheune hier beispielsweise. Nämlich, wenn wir das Pferd anschauen, dem geht's jetzt mittlerweile wieder halbwegs gut, er steht zumindest, aber man sieht schon alleine von der Farbe von der Haut hier, das ist definitiv nicht richtig, so wie die dieses Pferd hier behandeln. Entweder sie haben vergessen, dass sie eins haben, keine Ahnung, oder sie kümmern sich einfach nicht darum. Wir haben ja von den beiden noch nichts mitbekommen, also wir sind ja immer noch auf der Suche nach den beiden hier, aber dem Pferd geht es zumindest halbwegs besser jetzt, aber naja. Laufen ist gerade nicht. Komm erstmal wieder zu Kräften. Also ich glaube, da sollten wir später vielleicht nochmal vorbeischauen, ob das Pferd das überhaupt überlebt hier. Ich hoffe schon, wir haben es gefüttert, wir haben hier, ihm was zum Trinken gegeben. Und jetzt sollten wir mal der Sache auf den Grund gehen. Wo sind denn die Leute hier überhaupt? Wo sind die? Da ist unser Polizeiauto. Wir haben uns in der letzten Folge hier schon überall umgesehen, theoretisch. Dann können wir ja jetzt einfach mal darüber gehen in das Gebäude und schauen, ob wir dort fündig werden nach denen. Weil irgendwo müssen sich die herumtreiben, das gibt's ja anders gar nicht. Was haben wir da? Soda. Mhm. So, wir gehen jetzt mal die Terrasse entlang, würde ich sagen. Sieht nach einem schönen Haus aus. Da würden wir natürlich reinkommen, das ist ganz klar. Wir gucken mal ganz kurz auf die andere Seite. Durch die Fenster können wir nicht sehen, die sind dunkel. Okay, viele Sitzgelegenheiten auf der Terrasse. Na, dann gucken wir mal, wie es im Inneren aussieht. Ja, und ich hätte mir ehrlich gesagt auch denken können, es würde mich wundern, wenn hier irgendjemand die Tür öffnen wird. Niemand zu Hause. Dem Pferd geht's überhaupt nicht gut. Leben die überhaupt noch? Ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, leben die überhaupt noch? Weiter draußen suchen, erneut klingeln oder aufmachen. Wir klingeln nochmal, obwohl das überhaupt keinen Sinn hat. Draußen brauchen wir nicht mehr suchen, wir haben uns da schon überall umgeguckt, das passt schon. Es ist wahrscheinlich jetzt noch die letzte Möglichkeit, um uns quasi draußen ein bisschen umgucken zu dürfen, wenn wir noch nicht alles gesehen hätten. Aber wir waren ja schon überall, wir klingeln nochmal, ansonsten machen wir auf oder brechen die Tür ein oder schlagen das Fenster ein oder irgendwie, dass wir halt schauen, dass wir da reinkommen. Wäre ja lustig, wenn jetzt wer öffnen würde. Okay, wir machen mal auf. So, hereingehen oder weiter draußen suchen. Ich glaube, es ist jetzt bald an der Zeit, möglicherweise die Waffe zu ziehen, denn wenn hier dem Pferd schon seit Tagen niemand mehr einen Besuch abgestanden hat, sagt man das so? Also weiß er schon, wenn sich um das Pferd niemand kümmert. Die Tür ist offen, die Telefonkabel sind durchgeschnitten, wie wir ja in der letzten Folge gesehen haben. Sind wir, glaube ich, hier nicht unbedingt im sichersten Haus. Und er hat zumindest schon mal die Hand an der Waffe. Erdgeschoss des Hauses durchsuchen, das ist unser derzeitiges Ziel. Huch, na dann gucken wir auch gleich mal im Erdgeschoss dieses Gebäudes, im Erdgeschoss dieses Hauses. Verlassen sieht's nicht unbedingt aus, also die Flucht haben die definitiv nicht ergriffen. Durch den Spiegel können wir uns leider nicht sehen. Da sind Kürbisse, das sind vermutlich aber Fake-Kürbisse, das soll halt nur gut ausschauen. Die Lichter brennen noch. Also der Strom funktioniert. Die Uhr, keine Ahnung, 8 Uhr
21. Vermutlich stimmt die eher nicht so. Der Ventilator dreht sich, der Fernseher ist aus. Bless this house, cool. Schön eingerichtet, die Bude natürlich. Ein bisschen Omi-haft, aber das sind wahrscheinlich auch nicht mal die Jüngsten, die hier wohnen. Na gut, gucken wir uns mal ein bisschen um, würde ich sagen. Da hinten geht's weiter. Da vorne können wir uns was anschauen. Ich glaube, da hinten geht's sowieso weiter. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Das Frühstück. Und das schimmelt schon. Das Frühstück schimmelt schon. Das steht also schon ein paar Tage hier. Ein Müsli, ein Spiegelei, ein bisschen Speck und ein schönes Marmeladebrot. Auch der Kaffee und der Orangensaft sind hier noch drin. Aber was ist mit den Zweien passiert, die hier wohnen? Wo sind die hin? Da unten haben wir die Kartoffeln. Die Lichter sind überall aufgedreht. Möglicherweise war es noch dunkel, wo die gefrühstückt haben. Ein Geldglas. Das Geld ist auch noch da. Das heißt, Einbrecher war keiner hier. Immerhin haben sie euch nicht ausgeraubt. Aber was ist dann mit denen passiert? Abwasch? Na, schon lange her, seit er das letzte Mal durchgeführt wurde. Es wurde nichts gestohlen. Die Schränke sind alle zu. Die Schränke sind alle prall gefüllt. Gut, ich glaube, da kommt kein Einbrecher und nimmt sich hier ein paar Teller mit und da räumt das Geschirr aus. Das wird vermutlich eher nicht sein. Aber dieses Geldglas ist ja jetzt nicht unbedingt versteckt. Und wenn ein Einbrecher hierher kommt und weiß, er hat Zeit, sich das alles anzuschauen, dann findet er dieses Geldglas. Aber das steht immer noch hier, es ist jetzt nicht unbedingt viel drin. Aber nichtsdestotrotz, das Geld ist noch hier, das heißt, einen Einbruch könnte man schon mal ausschließen. Was ist das hier? Das schimmelt auch schon, der Teig wahrscheinlich vorbereitet oder ein Brot vorbereitet. Und überall sind die Lampen aufgedreht. Würde ein Zeichen darauf geben, dass die hier möglicherweise schon ganz früh munter waren, aufgestanden sind und es draußen eben noch finster war und deswegen überall die Lampen brennen. Und irgendwas ist während des Frühstücks passiert. Wie schön das hier aussieht mit den Sitzgarnituren, mit den Polstermöbeln hier. Richtig, richtig nice. Schön dekoriert auch alles. Eine Fotografie von den beiden. Und da haben wir, na, das sind ja gar nicht die beiden, guck mal, da haben wir die Mutter oder die Oma vielleicht mit dem Enkel möglicherweise, mit dem, der ja jetzt gemeinsam mit uns arbeitet. Können wir hier irgendwas machen? Irgendwas anschauen? Ich glaube nicht. Wir wissen ja, der Enkel, oder ist es der Neffe? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der Enkel ist es. Arbeitet bei uns in der Polizeistation. Kamera schwenkt, aber wohin denn? Ich glaube, wir können uns hier nicht wirklich was angucken. Und durchfunken werden wir wahrscheinlich auch nichts können. Na gut, gehen wir mal weiter. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Auch hier zeigt die Uhr was ganz was anderes an. Don't forget to flush. Vergiss nicht runterzulassen am Klo. Ein schönes Schildchen. Ich finde das wirklich, wirklich cool, wie schön das alles austexturiert wurde. Wie detailreich das alles ist. Man hätte natürlich ein Klo reinstellen können und das war's dann. Aber das sieht wirklich, wirklich cool aus. Mit den ganzen Details hier drumherum. Also da haben sich die Entwickler schon Mühe gegeben. Das muss man schon zugeben. Das muss man schon betonen. Da oben ein kleiner Verbandskasten. Das sieht schon geil aus. Und das Klo fungiert auch gleichzeitig als ein kleiner Abstellraum mit einem Besen, einem kleinen Handbesen, einem Eimer. Da oben steht eine Milchkanne, hier ein kleines Verbandszeug, ein kleines Medizinkästchen und ein paar Zeitschriften, falls der Stuhlgang doch mal länger dauert. Und der Wasserhahn, der tropft. So, hinterlassen wir erstmal überall unsere Spuren, sehr gut. Kommt bestimmt gut rüber. Best Seats in the House, der Klosessel. Schön, gefällt mir gut, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wo kommen wir hier rein? In das Arbeitszimmer, beziehungsweise in das Nähzimmer. Wir haben eine Nähmaschine hier, wir haben ganz schön viele Fäden hier. Ein paar Bücher da oben. Kann man da lesen, was draufsteht? Der Jungle Book.
The Count of Monte Cristo. Gut, das sind jetzt nicht irgendwelche Modebücher oder irgendwelche Nähbücher. The Observation of Professor Maturin. Da ist die Nähmaschine. Was ist das da? Blut? Nee, ich hoffe nicht. Das sind wahrscheinlich Knöpfe oder sowas. Da haben wir ein paar Fairy Tales da unten. Kann man da drauf schauen, was da drauf steht? Leider nicht. Okay. Bügeleisen und die Stickerei. Unser kleiner Engel hilft uns vom Himmel oder so irgendwie. Noch nicht ganz so fertig genäht. Da fehlt noch der letzte Teil, das letzte Wort. Und in all den Räumen, in denen wir bisher waren, lässt nichts darauf schließen, dass hier irgendein Einbrecher sein Unwesen getrieben hat. Aber was ist dann hier bitteschön passiert? Niemand da. Und es war nur der Wecker, der gerade geläutet hat. Wir gehen nochmal ganz kurz raus hier aus diesen Türchen und gucken mal da vorne. Okay, da vorne waren wir ja schon. Kommen wir hier dann eigentlich rein? Da ist die Tür so ein bisschen offen. In den Keller geht's da. Okay, da gucken wir uns dann später mal um. Ich würde ganz gerne jetzt mal in die Räume gucken, wo wir reinkommen können. Nämlich beispielsweise hier. Schau mal einer an. Lennart, der kleine Engel. Halt uns einen Platz frei im Himmel, Lennart. Ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig genau daran erinnern, an die letzte Folge, weil das schon wieder ein paar Tage her ist, aber ich glaube, mich daran erinnern zu können. Wir waren ja in der Scheune mit dem Pferd, sind dann dort Stock für Stock nach oben gegangen und konnten irgendwann mal durch ein Fenster rausgucken und haben hinter der Scheune bei einem Baum ein Grab entdeckt. Und ich glaube, es war das Grab eines Lennarts. Und dann haben wir mit unserem Kollegen gefunkt und der hat gesagt, es gab mal einen Lennart, der wurde aber quasi als Totgeburt geboren oder irgendwie sowas. Und ich glaube mal, dieses Zimmer hier, das war schon vorbereitet dafür, für die Geburt, obwohl das Ganze ja schon anscheinend 50 Jahre her sein soll. Und das Zimmer dient halt heute auch noch als Kinderzimmer, obwohl da vermutlich nie ein Kind drin gewohnt hat. Ah, guck mal, da haben wir den Ed beim Fischen. Das ist dann wohl der Nachbar. Wir haben ja auch schon von Ed gehört, der Nachbar wohnt nicht weit weg, der kommt hin und wieder mal hier rüber. War schon ein paar Tage nicht hier, naja, wundert mich nicht. Und da haben wir die beiden, der Nachbar und Ed, gemeinsam vom Fischen. Müssen anscheinend schon ein bisschen ein besonderes Verhältnis gehabt haben, wenn die schon ein Foto von sich stehen haben. Also ich habe kein Foto von meinem Nachbarn in meiner Wohnung. Also... die waren bestimmt schon gute Freunde. So, da kommen wir jetzt rein ins Schlafzimmer von den beiden. Die Deko-Objekte sind immer wieder dieselben. Die Sterne. Da oben habe ich gesehen, sitzt dieses Dingbum da drauf. Oh, wo ist es denn jetzt? Ach, da hinten. Beim Regal auch wieder ein paar Bücher. Ja, das Einzige, das so einen Lärm gemacht hat, war... der Alarm. Der Nachtwecker. Und das heißt anscheinend, der ist programmiert, dass er jeden Tag
nicht unbedingt um 0 Uhr, aber jeden Tag. Oder es war ein Stromausfall und der hat sich zurückgesetzt. Das kann natürlich auch sein, 0 Uhr. Ich würde aber jetzt mal davon ausgehen, dass der möglicherweise einfach programmiert ist, dass der jeden Tag um eine bestimmte Zeit läutet. Und das würde dann wieder darauf schließen, wir haben das vergammelte Essen, das schimmlige Essen da draußen schon gesehen, dass die dann doch schon mehrere Tage nicht hier waren. Wo auch immer sie jetzt sind. In die Badezimmertür. Also ins Badezimmer würde diese Tür gehen, nicht in die Badezimmertür. So. Oh, 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 oh. Okay, es ist nur der Bademantel, der ein bisschen bedrohlich hier aufgehängt wurde. Schon zwei Schreckmomente gehabt, seit wir hierher gekommen sind. Und trotzdem noch immer nicht rausgefunden, wo die beiden denn sind. Die haben sogar eine Schrotflinte über dem Bett. Also selbst wenn da ein Einbrecher kommt, könnten sie sich wehren. Was ist denn das da eigentlich für ein Ding? Luftentfeuchter? Keine Ahnung. So, wie sieht es im Schrank aus? Vielleicht können wir es ja umziehen. Auch die Kleidung, alle noch da. Wieder ein Anzeichen, dass hier niemand geflohen ist. Der Koffer ist auch noch da. Mal gucken, ob wir im Bad irgendwas rausfinden können, aber ich vermute mal nicht. Ein paar Handtücher stehen hier, die Blumen, die haben wir noch überlebt, aber könnten auch Plastikblumen sein. Ich habe bei mir zu Hause beispielsweise auch immer nur Plastikblumen. Dann haben wir hier ein bisschen Kokosnussöl oder sowas, keine Ahnung. Ja, Coconut Oil steht da drauf, genau. Auch wieder ein paar Blumen, ein kleiner Radio, ein weiteres Klo und eben der bedrohliche Bademantel da drin. Aber nichts, das wir sonst uns anschauen könnten. Da hinten ein Boiler. Also zusammenfassend kann man definitiv sagen, ich finde es geil, wie schön detailreich dieses Gebäude hier, dieses Haus hier austexturiert wurde. Da bin ich ein großer Freund von und deswegen schaue ich mir auch immer die Sachen ganz genau an und gucke erstmal ein bisschen genauer die Umgebung an. Nicht nur in diesem Spiel, sondern natürlich auch in allen anderen, um eben auch diese kleinen, feinen Details erkennen zu können und euch zeigen zu können hier im Let's Play. Und da hat man ja definitiv schon viel gesehen in den verschiedenen Räumlichkeiten. Da bin ich auf jeden Fall ein großer Freund von zahlreichen Details und ich kann nur sagen, großer Daumen nach oben für die Entwickler, dass sie das alles so detailreich hier gestaltet haben. Wir haben herausgefunden, das Geld ist noch da. Es sind weder Schränke noch Kästen noch irgendetwas geöffnet. Es sieht hier überhaupt nichts aus wie nach einem Einbruch. Also ich glaube, davon können wir nicht ausgehen, dass da irgendjemand eingebrochen hat. Oder der hat vielleicht gewusst, dass er so viel Zeit gehabt hat, dass er wieder alles fein säuberlich verschlossen hat und zurückgestellt hat, dort wo es hingehört. Aber dann würde es mich immer noch wundern, warum das Geldglas in der Küche noch voll ist und warum der das nicht mitgenommen hat. Das wäre die große Frage, wenn hier wirklich ein Einbrecher sein Unwesen getrieben hätte, wovon ich nicht ausgehe. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass die hier schnell die Flucht ergriffen haben. Das Gewand ist noch hier, die Kleidung ist noch hier, der Koffer ist noch hier. Es wurde überhaupt nicht aufgeräumt, die Lampen sind überall aufgedreht, der Wecker hat noch ganz normal geläutet. Also ich weiß nicht. Viele Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Aber vielleicht finden wir ja eine Antwort im Keller. Der Keller ist nämlich der einzige Raum, den wir noch anschauen können, wo wir bisher noch nicht waren. Oh. Den Keller durchsuchen. Das Lämpchen da oben spielt schon mal verrückt und so groß wird der Keller ja vermutlich nicht sein. Na gut, dann machen wir das nochmal ganz fix in dieser Folge. Gucken wir uns ja mal ein bisschen um hier. Warum spielt denn das Licht da oben so verrückt, die Neonröhre? Ah, verdammt!
glaube, der hat irgendwie das Gefühl, er ist ein Handwerker hier und muss alles reparieren, was er gleich angreift. Ich hätte mir gedacht, wir können uns das nur anschauen. Jetzt hat er es kaputt gemacht, das Ding. Okay, da wurde anscheinend gerade eine neue Bank restauriert oder aus dem Holz geschnitzt. Sieht eher aus, als ob die aus dem Holz geschnitzt wurde. Cool. Das finde ich geil. Also so ein dicker Holzstamm, man sieht ja hier auch die Säge, um den Baum umzufällen oder umzusägen. Und da wurde aus dem Baumstamm eine Bank geschnitzt. Cool, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Wir haben eine Säge und eine Axt auch auf dem Tisch. Ein kleines Vorratsschränkchen. Stinkt sie unten so? Da pickt der Schimmel an der Wand. Na Glückwunsch. Wegen dem Schimmel? Oder weil da unten möglicherweise irgendwelche Leichen rumliegen? Ich weiß es gar nicht. Eieieiei. Nick, der Bürgermeister ist weg. Soll ich erzählen? Nick? Alles in Ordnung? Denn beruhigen oder das Walkie-Talkie ausschalten? Ich weiß nicht, ob jetzt die beste Zeit zum Beruhigen ist. Ich würde ihm eher mal die Wahrheit erzählen, aber diese Option haben wir leider nicht. Ich hab zu tun. Ich melde mich später. Oje. Und da hinten sieht man schon die Fliegen. Oje. Ich glaube, er hält sich hier einen Lappen vors Gesicht, damit der Gestank nicht so in die Nase beißt. Wir haben da vorne die Fliegen rumfliegen und eine kleine Wölbung auf dem Boden zu sehen. Warum auch immer die zugedeckt ist, das ist natürlich eine andere Frage. Wer hat denn die zugedeckt? Wenn wir da unten jetzt gleich zwei Leichen finden, warum liegen die unter der Decke? Dann sieht er das wie ein geplanter Selbstmord aus. Aber ich würde mal sagen, ohne da jetzt großartig irgendwelche Theorien wieder aufzustellen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Und sehen aber leider noch nicht, was sich unterhalb dieser Decke befinden wird. Da müssen wir noch ein bisschen weiter warten, bis wir das rausfinden können. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt gleich eine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. Es wird spannend weitergehen, aber zuerst mal kehren wir wieder zurück zu Ed Miller und zu seiner Psychiaterin. Mal gucken, wie es dort weitergehen wird. Danke dir fürs Dabeisein, fürs Zusehen und morgen geht's dann weiter mit der nächsten Runde bei Alfred Hitchcock Vertigo. Bis dahin, tschüss!